Heute geht es um das Amtsgeheimnis. Sie würden gerne wissen, welche Schule im Bezirk die beste ist, wie viel Fördergelder der Tischtennisclub Ihres Nachbarn erhält, wegen welcher besonderer Verdienste Ihr Freund Igor die Staatsbürgerschaft erhalten hat oder überhaupt, was der Staat so alles mit Ihrem Geld macht. Dann sehen Sie doch einfach online nach. Oder fragen Sie die freundliche Behörde Ihres Vertrauens. Dort erhalten Sie alle Informationen, die Sie suchen. Also, ja, vorausgesetzt, Sie leben in Slowenien. Oder in Norwegen. Oder in so gut wie jedem anderen demokratischen Land dieser Welt. Denn wenn es ums Recht auf Information geht, ist Österreich weltweit, ja, ganz oben. Ach so, das ist verkehrt herum. Also, ja, am letzten Platz. Also, ja, ex aequo mit Palau. Ein Land, das man nur kennt, weil ihm Andreas Gabalier mit Hula Palau eine neue Hymne geschrieben hat. In Österreich sind Sie als Bürger dem Staat eher lästig. Und wenn Sie am Amt anrufen, dann ist die zweithäufigste Antwort, die Sie erhalten: Sie erreichen uns außerhalb der Amtszeiten. Und die häufigste Antwort: Amtsgeheimnis. Das Amtsgeheimnis ist also quasi sowas wie, ja, die Message Control, nur halt für die Verwaltung. Aber so sind wir halt. Nur nicht zu freundlich, sonst könnten ja zu viele Touristen kommen. Nur nicht zu schnell, sonst könnte man sich da stessen. Und eben nur nicht zu viel verraten, sonst könnte man sich nur verplaudern. Am Amt gilt das alte österreichische Motto: Akten falten, Goschen halten. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest, wenn man den Worten der neuen Regierung glaubt. Bei dieser Art Amtsgeheimnis, wo der Metternich noch um die Kurve hüpft, dieser uralte Zopf wird abgeschnitten. Und das ist ein ganz klarer Schritt zum gläsernen Staat und nicht zum gläsernen Bürger. Aber Moment, diesen Spruch kenne ich doch, ne? Wahnsinn. Diesen Spruch hat Sebastian Kurz bereits 2013 verwendet. Und Werner Kogler ist so grün, dass er jetzt sogar die Aussagen von Kurz recycelt. Die neue Regierung hat es jedenfalls groß in ihr Regierungsprogramm geschrieben. Sie will das Amtsgeheimnis abschaffen und Informationsfreiheit als einklagbares Recht einführen. Aha, aber man, so einfach ist das nicht, das Amtsgeheimnis loszuwerden. Es ist nämlich ein Gesetz, das härter an Österreich haftet als das Gerücht, wir wären im 20. Jahrhundert für zwei der schlimmsten Barttrends verantwortlich gewesen. Wir sind nämlich das letzte Land in der Europäischen Union, in dem die Verschwiegenheitspflicht noch in der Verfassung steht. Seit 1925. Das Gesetz ist so wie Richard Lugner. In anderen Ländern völlig unvorstellbar und seit fast 100 Jahren nicht loszuwerden. Die Verschwiegenheitspflicht, besser bekannt als Amtsgeheimnis, soll dafür sorgen, dass keine Informationen nach außen gelangt, die zum Beispiel die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe gefährdet oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Das Amtsgeheimnis ist eine Institution, die bis zu Maria Theresia mindestens zurückgeht und die in der Mentalität der Beamten zutiefst verankert ist. Darauf beruht ja irgendwie auch ihre Macht. Ja, das Amtsgeheimnis ist hierzulande also mehr als nur ein Gesetz. Es ist ein Lifestyle. Kennen Sie übrigens die zwei Lieblingswörter unserer Beamten? Geheim und heimgehen. Um das Amtsgeheimnis ein bisschen abzuschwächen, hat man ihm 1987 das Auskunftspflichtgesetz entgegengestellt. Das ist ein Gesetz, das Ihnen ein Recht auf Auskunft einräumen soll. Und es funktioniert so gut, dass Österreich beim Recht auf Information den letzten Platz weltweit belegt. Also ja, ex aequo mit Palau. Die bekannteste Band dort sind übrigens die Palauer. Laut diesem Gesetz haben die Organe des Bundes Auskünfte zu erteilen,
soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht. Und weiter. Auskünfte sind nur in einem solchen Umfang zu erteilen, der die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht wesentlich beeinträchtigt. Aber damit nicht genug. Auskünfte sind nicht zu erteilen, wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden. Ich fasse also zusammen, alles ist öffentlich, also außer es ist geheim. Wenn es aber nicht geheim ist, darf es nicht zu mühsam sein, es zu finden. Wenn es nicht zu mühsam ist, dann bekommen Sie eine Auskunft. Ja, außer Sie haben sich nur einen Spaß gemacht und mutwillig gefragt. Also, dann bekommen Sie natürlich keine. Aber wer entscheidet das? Nämlich dieselben Beamten, die Ihnen eigentlich antworten sollten. Für die eine Antwort also Arbeit bedeutet. Und wie das in der Praxis aussehen kann, haben auch Journalisten von Addendum vor kurzem festgestellt. Die wollten nämlich erfahren, an wen die Gemeinden Österreichs Sport- und Kulturförderungen ausschütten. Nicht nur, dass gerade mal 33% der Gemeinden geantwortet haben, auch waren unter den Antworten ein paar richtige Schmankerl dabei. Was geht euch das an? Mir ist die Beantwortung dieser Mail schon zu viel Aufwand. Auskunftspflicht könnt ihr auch vergessen. Wow! Mir ist die Beantwortung dieser Mail schon zu viel Aufwand. Man, so dreist antworte ich gerade mal einem Gießkontrolleur. Und da können wir noch froh sein, dass circa ein Drittel der Gemeinden überhaupt geantwortet hat. Die restlichen 67% haben das E-Mail offenbar außerhalb der E-Mail-Amtszeiten bekommen. Aber ich meine, ich möchte die Beamten an dieser Stelle kurz in Schutz nehmen. Bis zu einem gewissen Grad ist es nämlich verständlich, warum sie so reagieren. Auf die Verletzung des Amtsgeheimnisses steht in Österreich nämlich tatsächlich eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Ja, auf eine freche Antwort gegenüber jemandem, der was wissen möchte, nicht. So wird im Endeffekt den Bürgern ihr Recht auf Information verweigert. Der Staat weiß zwar viel über uns und will am liebsten immer mehr wissen. Umgekehrt haben wir aber kaum Möglichkeit zu überprüfen, was der Staat mit unserem Geld macht. Wir wissen, in Großbritannien gab es einen riesigen Skandal, weil die Abgeordneten sogar ihre Pornofilme abgerechnet haben als Spesen. Und ich habe gesagt, liebes Parlament, ich hätte gerne die Spesenabrechnungen unserer Abgeordneten, weil das sind ja Steuergelder. Daraufhin hat man mir gesagt, das ist Amtsgeheimnis. Die Pornos vom Arbeitgeber bezahlen lassen? Ich meine, das geht ja nicht einmal beim ORF. Ja, glauben Sie mal, ich habe es versucht. Jetzt sagen Sie vielleicht, was soll's? Wir müssen unseren Politikern einfach ein bisschen vertrauen. Und solange sie jung, fesch und charismatisch sind, was soll schon schiefgehen? Sie erinnern sich vielleicht noch an Karl-Heinz Grasser. Ja, natürlich erinnern Sie sich. Grasser und die Berichterstattung über seine zahlreichen Prozesse sind ein Fixpunkt der österreichischen Medienlandschaft. Wie ja, die Barbara Karlich-Show. Oder Dancing Stars. Eines der umstrittenen Geschäfte, bei denen Grassers Name immer wieder auftaucht, ist die Eurofighter-Beschaffung, die Grasser als damaliger Finanzminister mit zu verantworten hatte. Über viele Jahre hat uns die Republik erklärt, dass sich das Geschäft gelohnt habe, aber ohne den Beweis, die Liste mit allen Gegengeschäften öffentlich zu machen. Und ob bei der Beschaffung damals alles mit rechten Dingen zugegangen ist, beschäftigt die Justiz noch heute. Ja, Sie sagen, das ist langweilig. Und mal ehrlich, seit wir die Eurofighter haben, hat Österreich keinen Krieg mehr verloren. Es stimmt, die Causa Eurofighter ist ein alter Hut. Es hat bereits 3 Untersuchungsausschüsse gegeben, ohne nennenswerte Ergebnisse. Und das interessiert heute niemanden mehr. Als die Eurofighter gekauft worden sind, war dieses Lied die Nummer 1 in den Charts. Und der Bengel, den Sie zu diesem Lied gezeugt haben, geht jetzt schon auf die Uni und studiert. Ja. Und kein Witz, der Eurofighter fliegt schon bald nicht mehr. Aber sehen Sie, genau das ist der Punkt. Durch das Amtsgeheimnis stellen sich nämlich die Entscheidungsträger aus der Verantwortung. Wer damals vielleicht Mist gebaut hat, ist 18 Jahre später schon längst in Politpension.
Seither hat es 7 andere Regierungen gegeben und die Verantwortlichen von damals können Sie schon längst nicht mehr abwählen. Als Steuerzahler frage ich mich natürlich schon, warum Verträge, die durch mein Geld zustande gekommen sind, überhaupt geheim sein müssen. Ich meine, logisch wäre doch, dass Geschäfte der öffentlichen Hand auch öffentlich zugänglich sind. In Norwegen, Slowenien und anderen Ländern ist das so. Und am schönsten ist es in Hamburg. Also zumindest, wenn es um Transparenz geht. Die haben nämlich auch ihren eigenen ganz persönlichen Eurofighter gehabt. Die Elbphilharmonie. Sind teuer und kann nicht einmal fliegen. Aber viel hat nicht gefehlt. Und das Hamburger Konzerthaus hätte 1 Milliarde Euro gekostet. 1 Milliarde Euro. Oder wie René Benko sagt, Überweisungslimit. Weil also die Kosten in Hamburg so richtig aus dem Ruder gelaufen sind, waren die Stadtbewohner richtig sauer. Aber die Stadt hat reagiert und ihr Transparenzgesetz noch einmal verbessert. Seither sind Kaufverträge der Stadt online einsehbar und zwar schon 30 Tage, bevor sie in Kraft treten. Somit können alle Bürger sehen, was die Stadt mit ihrem Geld macht. Ja, Geschäfte im Verborgenen werden dadurch viel schwieriger und natürlich auch Korruption. Transparenz ist hier ein gutes Mittel dagegen, denn wenn sozusagen die einzelnen Behörden wissen, dass das Handeln, dass alles, was sie jetzt ausmachen mit jemandem, auch problemlos öffentlich einsehbar ist, dann verhält man sich ganz anders. Die Stadt Hamburg ist also für jeden Bürger ein offenes Buch. Wenn dort die Bürger Fragen haben, dann muss die Stadt die Hosen runterlassen. Ich sage, wir hätten auch gern einen nackten Staat. Und nackte Beamte. Ja, und jemand, der auf unserer Seite steht, wenn die Behörde trotz Transparenzgesetz nicht die Hosen, sondern die Jalousien herunterlässt. Also warten wir jetzt einmal auf Taten. Ja, und selbst wenn wir eines Tages mit einem neuen Informationsgesetz Palau im Ranking hinter uns lassen. Und so, wie es im Regierungsprogramm geplant ist, reicht es nicht, um auch Slowenien zu überholen. Ein echter Informationsbeauftragter, eine Anlaufstelle für Bürger und Bürgerinnen ist nicht geplant. Und auch in Zukunft soll es bis zu 8 Wochen dauern, bis Sie vom Amt eine Antwort erhalten. Von Verträgen, die 30 Tage vorab online gestellt werden, wie in Hamburg, sind wir da immer noch weit entfernt. Aber weil ich es kaum erwarten kann, bis Kurz und Kogler das Transparenzpaket tatsächlich umsetzen und das Amtsgeheimnis abschaffen, habe ich für Sie schon einmal eine Transparenz-Hotline eingerichtet. Ja, unter dieser Nummer können Sie ab sofort dem Staat alle möglichen Fragen stellen. Ich meine, gut, also echte Antworten kriegen Sie natürlich erst, wenn die Regierung Ihren Worten auch Taten folgen lässt. Aber bis es soweit ist, erhalten Sie hier die Antworten waschechter österreichischer Amtsträger. Von unserem Team frei für Sie zusammengestellt. Und wenn eines Tages tatsächlich ein Informationsfreiheitsgesetz kommen sollte, das diesen Namen auch verdient, verschenken wir die Hotline sofort an die Republik Österreich, damit die Bürger dort künftig nicht mehr unsere provisorischen Antworten erhalten, sondern jene Informationen, die sie seit langem haben wollen, vielmehr noch, die ihnen zustehen. Inzwischen viel Spaß beim Anrufen und natürlich gute Nacht, Österreich.